Willkommen zurück bei Hello Kitty Online. Ne, Quatsch, das war was anderes. Der Ringe. Herr der Ringe Online, richtig, so war das. Hello Kitty spielen wir danach wieder. Ja, das kann man keinem zeigen. Ne, gibt's das überhaupt noch? Ist das überhaupt noch online? Das weiß ich nicht. Wir sind aber hier in Bre und nicht genau. In dem Städtchen, wo wir vorher waren. Weiß nicht, Schönhausen oder was. Keine Ahnung, wo Hello Kitty ist. Ach so. Hell Kitty, habe ich gerade aus Versehen gesagt. Lustig. Hell Kitty ist auch schön, das ist dann der Hardcore-Modus im Spiel. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich schon mal direkt, warum wir nicht in einer Gruppe sind. Wir haben nämlich vor, die Klassenquests jetzt zu machen. Aber vorher wollen wir noch was ankündigen, und zwar der Gendrasil ist jetzt bei uns in der Sippe hier auf Anduin Offizier, damit er Leute einladen kann, weil wir ja auch nicht immer so die Zeit finden. Und er hatte uns das angeboten, uns gefragt, und haben gesagt, klar, gerne. Sprich, wenn ihr in die Sippe wollt, müsst ihr einfach Gendrasil anschreiben. Ihr könnt auch uns anschreiben, dann leiten wir ihm das weiter. Aber es dauert natürlich etwas länger, als wenn es ihm direkt schreibt. Und wir führen da auch gleich noch so eine kleine Regel ein, aber das ist aus unserer Sicht eigentlich selbstverständlich. Sprich, ihr schreibt ihn an und er schreibt euch dann an, wegen Terminen, irgendwie, wann er euch einladen kann in die Sippe. Genau. Und wenn er 2 Wochen lang auf seine PN dann nichts hört oder auf seine Nachricht, müsst ihr euch nochmal neu bewerben oder ja, ihm anschreiben, weil sonst fragt er euch da irgendwie wöchentlich nach, und das ist ja dann auch unsinnig viel Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich auch trotzdem noch weiterhin uns anschreiben, ne? Ist jetzt nicht so, dass genau. Ihr das alleine. Ja, wie gesagt, das dauert dann einen Moment länger, weil wir es ja dann noch weiterleiten. Ja. Guck mal hier. Wenn wir nicht sowieso gerade im Spiel sind und ihr uns gerade in dem Moment anschreibt. Das ist natürlich auch nochmal. Was denn? Komm mal her. Also jetzt Wetter Lords, Wetter Ladies, Wetter Pöbel. Es freut sich unter aller Erscheinung. Ja, unser Gönner, genau. Der Gastgeber, Herr William, der Letzte von Sharehold. Lest mal die Rede hier vor. Die Rede? Mhm. Steht da was drauf? Naja, was fällt dir auf? Du bist ein bisschen zu klein dafür, ne? Aber guck mal, wenn ich davor stehe, ich bin auch zu klein. Und das als Elbin. Also nee, das ist ja nur eine Ablage, warte mal. Ja, nee, das ist ja was, damit hier einer steht und das vorliest, oder nicht? So, jetzt kann ich. Ach, Mist, jetzt sind die Blätter im Weg. Warte, so. Jetzt so auch nicht. So, jetzt kann ich durch den Charakter. Ui, da steht. Was? Kann ich nicht lesen. Unterschrieben von Aliena. Ach so, das ist hier mal wieder, verstehe. Ja, das ist hier unser, würde sogar passen ungefähr. Guck mal, wir haben ja extra so einen Strick für dich aufgehängt, da musst du nur noch deinen Kopf rein. Das ist eine Sonne. Eine ja, wenn Sonne den Kopf, ist das. Wenn du den Kopf durchsteckst, hat die Sonne ein Gesicht. Na gut, okay. legen wir mal los, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall finde ich ja. Das ein wenig fail. Ach, guck mal, wie goldig. Hier, da liegen die Hobbits hier sogar auf dem Stein, um da zuzuhören und so. Weißt du, das sind dann wieder so atmosphärische Aspekte, cool. Wo ich sage, das ist einfach daran zu denken, dass die da auch auf dem Stein liegen könnten. Aber es ist kein Hobbit, es ist nur ein Kind. Stimmt, es sind nur Kinder. Was? Aber guck mal, die liegen aber so halb im Stein. Bei mir... Ja, nur die vordere... Nee, ja, die hat die Beine vorne quasi zusammen unterm Rock. Nee, die linke, oder der linke, die linke, hat den Arm, so den rechten Arm und den linken Arm auch im Stein. Ach so, ja, gut. Gut. Ab zum tänzelnden Pony. Wie nennt man dann solche Fehler? Habt ihr bei euch da irgendwelche Begriffe für? Wieso musst nee, du. Ach, du musst zum tänzelnden Pony. Ich nicht. Genau. Ich muss so. Zum Gefängnis. Ja, richtig. Da gehörst du hin. Was bin ich? Oh, hier ist der Musikant. Mal gucken, ob es irgendwas Neues gibt. An den Musikanten muss ich gar nicht hin. meine ich denn? Ich meine diesen anderen Typen da. Zum Badenlehrer musst du.
Warte, ich meine den Musikanten. Was kann ich für euch tun? Achso, das gibt's ja jetzt gar nicht mehr, ne? Die Eigenschaften trägt man jetzt automatisch ein. Die meinte ich eigentlich. Genau. Ja, die musst du nur noch reinziehen, ja. Gut, dann lese ich meine direkt mal vor, würde ich sagen. Ja, des mach Baden das. Hoffnung. Warte, ich nehme mal kurz dürfte den Schluck Wasser. Einen Moment ich eurer Zeit stehlen? Wir werden gesponsert von Blub, dem frischen Wasser. Blub ist ja schon fast wieder Spinatwerbung. Okay. Laura Putnam oder Mantup aus Schragen hat aus dem belagerten Ort einen Ruf an all jene gesandt, die den Leuten selbst in dunkelsten Zeiten Hoffnung geben können. Kennt man die Laura Putnam? Der Name sagt mir was. Irgendwer kommt mir bekannt vor. Da man in den Nordhöhen ständig mit der Bedrohung durch die Ork-Banden leben muss, ist eine solche Fähigkeit dort sehr gefragt. Das war's so, Hoffnung geben, richtig. Nee, ich habe gerade überlegt, was das sinnlich heißt, ne? Aber die Fähigkeit, Hoffnung zu geben, die ist an dunklen Orten, gerade wo die ganzen Ork-Banden sind und so weiter, sind sehr gefragt. Geht nach Schragen und versucht, bei der Verteidigung des Ortes zu helfen. Ihr müsst die Niedergeschlagenheit der Leute bekämpfen. Okay, machen wir. Jetzt bin ich fertig. Okay. Ich werde gerade noch schnell Zeug reparieren. So. Ja. War klar. Wieder nicht im Fokus auf der Mission. Doch. So. Danke, dass ihr gekommen seid. Also bei mir heißt die eine weitere wichtige Angelegenheit. Danke, dass ihr gekommen seid. Dies ist eine wichtige Angelegenheit und ich denke, dass ihr in der Lage seid, euch erfolgreich darum zu kümmern. Eine Verteidigung in der Dunkelheit. Ihr seid ein sehr fähiger Hüter geworden, Dodaka, und es ist lobenswert, dass ihr Unschuldige vor der Finsternis beschützt. Doch ist das genug? Eure Stärke und euer Wille werden jeden Tag erneut auf die Probe gestellt, doch ihr werdet nur dann auf der Höhe eures Könnens bleiben, wenn ihr eure Fertigkeiten ständig verbessert. Ich habe gehört, dass die Elben von Lin-Giliath in Meluin in den Nordhöhen einen fähigen Hüter brauchen. Wenn ihr gewillt seid, euch diese Aufgabe zu stellen, sprecht mit der Elbin Andiri in Lin-Galiath. Sie kann euch vielleicht Gelegenheit geben, euer Können als Hüter weiter zu erproben. Was? Jetzt muss ich dahin. Achso, ja gut. Die Nordhöhen hab ja hier. Muss ich auch. Reist jetzt zum Aufgabenziel. Was? Wo hast du das? Steht neben der Aufgabe. Bei mir nicht. Doch, dieser blaue, was du hier mit den Münzen bezahlst. Ich habe keine Münzen. Egal. Ja. Nordhöhen. Du hättest auch mal hinreiten können. Irgendwie haben wir es gesehen. Nach Schragen muss ich. Ja gut, in den Nordhöhen waren wir ja schon. Ich weiß. Du musst ja nicht, du hättest nach Esteldin dich porten können. Ich mache eine Schnellreise. Nach Esteldin, dann muss ich nur nach Schragen reiten. Aber ist ja kein Thema. Ach so, ja, oder na gut, du warst jetzt schon im Brief. Egal. Meinst du, ich soll dann schon mal anfangen? Oder soll ich einfach schon mal vorlesen? Fangen ruhig vorlesen. An. Ja, gut. Ihr seid ein erfahrener Hüter, Dudaka? Ja, ich glaube, ich habe schon von euch gehört. Eine Gruppe Elben hat sich nicht weit von hier in eine Höhle begeben, in der Steintrolle hausen und dort eine Gruppe Bergmenschen, der Duvadain entdeckt, die irgendein Unheil ausbrüten. Während die Steintrolle fort waren, kam es zum Kampf, doch die Elben meiner Schar sind erschöpft und nicht mehr in der Lage, den Kampf fortzusetzen. Wenn ihr ein so fähiger Hüter seid, wie es die Gerüchte uns glauben machen wollen, so möchte ich euch bitten, mit mir zu diesen Höhlen zu reisen und meine Elben zu verteidigen, bis sie wieder in der Lage sind, den Kampf fortzuführen. Okay. Er liest eine Soul-Aufgabe. Also ich könnte jetzt schon auf jetzt Reisen drücken, aber... Du könntest auch... Ja, ich warte noch einen Moment. Nee, klick doch ruhig los. Ist doch ruhig. Ja? Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss noch ganz unten links. Ja, mach hier, ruhig. Ich gehe hier schon mal zum Stallmeister. Während ich hier ein bisschen rumreite. Wo bist du denn überhaupt gerade? Du bist ja auch in Nordhöhen. Genau, ich bin auch in den Nordhöhen. Ich bin Königsfalltal. Ah, südlich von mir, okay. Ich bin und da steht Meluin. Und da bin ich quasi auf dieser kleinen Insel, die du siehst. Da ist so ein Häuschen drauf. Genau, da wo das Häuschen ist. Okay. Da ein bisschen daneben bin ich. Total, okay. Ja. Gut, ich muss halt ein bisschen reiten, ist ja nicht schlimm. Du kannst ja die Leute ein bisschen unterhalten. Währenddessen können meine Zuschauer hier schön genau, die Nacht. Ich packe in der Zeit schon mal die Hobbit-Geschenke aus. Hast du ja vielleicht auch noch. Ich hatte nur ein bisschen Gold drin. Deswegen habe ich es nicht weiter erwähnt. So, ah, Krams! Der Talmenschen, schön. Ah, bisschen was zu fordern. Das soll super sein. Laut dem Zello.
Ich bin hier gerade an diesem Hof, wo wir letztens waren, die Missionen gemacht haben. Ja. Und auch eine Folge mal beendet haben. Genau. Und ich habe noch gekriegt Helm des Martom-Jägers. Hm, nicht schlecht. Ich glaube, ich bin ein Account gebunden, ne? Oh, ist sogar besser als das, was ich anhab. Nicht schlecht. Sogar deutlich besser. Minimalstufe 30. Ja, dann ziehe ich den doch mal an. Dann komme ich ja ordentlich rüber. Oh. So. Ja, wir hatten überlegt, ob wir jetzt die Mission einzeln machen oder ob wir zusammen machen. Wir haben uns dazu entschieden, sie zusammen zu machen. Genau. Ist aus meiner Sicht. Ich hatte mir letztens nochmal diese getrennte Folge angeguckt und dachte dann so, ist man das dann irgendwie gewöhnt, dass zwei sprechen, dann spricht auf einmal nur noch einer. Oh, als Abwechslung geht das aber auch. Ja, dafür gibt's ja dann die Klassen-Let's Plays. Da hast du ja irgendwie auch nochmal neu jetzt aufgenommen. Genau, ne? Genau. Ich nehme den Waffenmesser neu auf, weil mir wurde natürlich korrekterweise gesagt, dass sich das jetzt mittlerweile geändert hat. Ich hatte das ja kurz vor der Änderung aufgenommen, nur hatte nicht geschafft rauszuhauen. Mhm. Und dann mache ich das lieber nochmal neu, den Waffenmeister. Ja. Ja, ich hatte ja zur gleichen Zeit den Wächter, den Zwergenwächter, aber da hatte ich halt schon 10 Folgen draußen, deswegen dachte ich, dass, oder wie viel hatte ich draußen, ich weiß nicht mehr wann, ich glaube bei Folge 11 ist die Änderung das erste Mal, aber ich dachte, gut, dann kann man unter anderem in dem Video mal vergleichen, wie so vorher-nachher mäßig, ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich entdecke übrigens gerade, man kann, du kannst in den Beuteln jetzt auch suchen. Da ist jetzt so eine Lupe neben dem X. Richtig. Ist mir auch noch nicht aufgefallen, siehst du mal. Also, und, ist nicht so schlecht. Ja, ne? Aber ganz ehrlich, bei den paar Beuteln müsste ich jetzt nicht zwingend suchen, oder? Ja, hätte ich jetzt einen großen Megabeutel. Oder zum Beispiel suchst Heiltrank oder sowas. Nee, wie heißt denn hier? Atlas. Genau, wenn du das halt eingibst, dann siehst du halt alle. Dann hast du direkt eine Übersicht. Ah, guck mal an. Stimmt, die werden so hervorgehoben. Genau. Cool. Ich erkunde hier so ein bisschen was. Gibt eigentlich sehr, sehr schöne Sachen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Wo bist du jetzt ungefähr? Dann mache ich gleich einen Freudensprung. Ich bin beim Grünweg knapp. Okay, also da, wo Grünweg steht. Ja, ein bisschen östlich davon. Okay. Reite hier gerade durch Land und Fluss. Achso, du reitest selber oder lässt nicht reiten? Ja, ich habe auch gerade eben gedacht, ich hätte eigentlich auch auf Reisenummer klicken können. Aber egal, ich habe ja ein flottes Pferd, schönes Pferd. Ein Albino, nicht Albino. Aber ein Albino. Es hat rote Augen. Rote Augen, weißes Fell. Nee, er hat leider schwarzes Fell. Kurze Frage an den Zello, weil der hat mir ja bei meinem anderen, also wo ich meinen Hauptcharakter von Bele gespielt habe, bei dem Let's Play, was ja unter die Kategorie Live fällt, weil ich das im Livestream hatte. Aber ich habe es ja jetzt dann auch mal aufgenommen ohne Livestream, um da auch gute Qualität zu haben und stattdessen das versucht mit Twitter zu machen. Twitter. Hat nur noch nicht so Twitch den Anklang gefunden. Nee, mit Twitter. Also wir spielen das quasi, also ich nehme das auf und während der Aufnahme können die Leute halt auf Twitter schreiben. Die sehen das Video dann zwar nicht aktiv, aber sie können halt, was weiß ich, irgendwelche Fragen zum Spiel stellen oder zu der Region, wo ich bin oder ähnliches. Okay. Hat zwar noch nicht ganz Anklang gefunden, das Experiment, weil es hat einfach keiner was geschrieben. Ja, aber ich glaube, beim nächsten Mal kündige ich das einfach nochmal besser an, von wann bis wann ich aufnehme. Und dann ist das, glaube ich, ein bisschen leichter. Bin ich so der Fan von Twitter? Ja, Twitter, Facebook. Irgendwie, da muss ich mir nochmal was überlegen, wie man das bei Facebook machen könnte. Ist gerade alles total verraucht. Ach so, das ist jetzt bestimmt wegen meinem Event. Ja, die ganze Schragen sieht irgendwie jetzt ganz anders aus. Ach so. Ich habe ja auch ein riesen Haus in der Mitte, was da noch qualmt. Und hier ist die ganze Luft verqualmt. Okay, ich lese da mal vor. Ja. Des Baden Hoffnung. Oh je. Die sagt, oh je. Und dann kommt als erster Satz, eine Badin.
Sehr gut. Ich bin sehr froh, dass ihr gekommen seid, Alena. Die Stimmung hier in Schragen ist düster, und das ist gutem Grund. Die Orks rücken uns immer näher auf den Leib. Seibold tut, was er kann. Doch es gibt nur wenige wirkliche Wächter, dafür aber umso mehr Orkbanden. Wir könnten dich gebrauchen. Es gibt nur wenige wirkliche Wächter, von daher. Aber ich bin Hüter. Ach stimmt, ja. Na gut, dann machen wir dich doch nicht. Siehst du? Hättest du nichts gesagt. Ich wollte gerade zu einer Gruppe Flüchtlinge, die sich in einer nahegelegenen Höhle versteckt haben. Sie sind dort nicht sicher und ich hatte gehofft, sie davon zu überzeugen, wieder nach Schragen zurückzukehren. Ob es hier wirklich sicherer ist, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich weiß, dass ihr ihnen Mut machen könnt, Alena. Vielleicht gelingt es euch, ihnen klarzumachen, dass es bei uns im Ort sicherer ist. Wenn sie in der Höhle bleiben, fürchte ich, dass die Orks dann nachts über sie herfallen werden. Dann kann ihnen niemand zu Hilfe kommen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid aufzubrechen. Wir können dann gemeinsam losziehen. So, das ist die Laura Putnam. Ich bin mir sicher, dass sie eben im Text nur mit einem T stand. Also Put, P-U-T-Nam. Jetzt hat sie, heißt sie Put mit Doppel-T. Put wie beim Golf. Jetzt reisen. Putten. Du legst ja auch schon los, oder hast jetzt ganz... Würde jetzt auch loslegen. Diese Aufgabe können sich als echte Herausforderung weisen, denn die Höhlen sind gefährlich und die Steintrolle können jeden Augenblick zurückkehren. Gut. Ich hatte gedacht, du hättest schon losgelegt. Mehrere Bewohner der belagerten Stadt Schragen suchen Schutz in nahegelegenen Höhlen, in der Hoffnung, die Belagerung zu überstehen. Die Orks jedoch sind des Verstecks der Stadtbewohner gewahr geworden. Nun liegt es an der Bardin Laura Putnam und ihren Freunden, sie zu warnen. Ihr habt mir einen Schreck eingejagt. Sprecher bei dir fertig? Ja. Gut. Wir müssen uns irgendwie auf ein Zeichen einigen, glaube ich. Piep. So. ja, ich lese kurz noch vor bei mir. Da sagt sie nämlich auch noch was bei mir. Endlich, Dudaka, wir müssen zu den Elben meiner Schar eilen, denn sie sind vom Kampf geschwächt und werden sich nicht lange verteidigen können. Okay, bei mir? Das ist die Höhle, Alena. Schnell. Ich will diese Leute davon überzeugen, nach Schragen zu kommen. Absolut sicher ist es dort auch nicht, aber immerhin sicherer als in der Höhle. Beeilen wir uns. Mein Bruder wird uns warnen, falls Orks auftauchen. Vielleicht machen wir einfach so, pst, und okay. So, pst, quasi, es kommt ein Text und okay, ist es so vorbei. Ja. Dann ist es nicht so schlimm, wenn man ein bisschen dazwischen quatscht. Ja. So, und bei mir heißt sie tatsächlich, die heißt Putnam mit Doppel-T und im Text heißt sie überall nur mit einem T. Boah, passiert. Wahrscheinlich Übersetzungsdings. Das ist auf Deutsch irgendwie anders heißt als auf Englisch. Ja, das kann sein, oder es ist so ein Fehler, wie generell man bei Namen ja auch manchmal hat, so Mark und Mark, also mal mit C und mal mit K und es wird immer falsch geschrieben. Was benötigt? Weil die Leute nicht wissen, wie es denn jetzt... Ich muss hier ein bisschen mit den Leuten reden, ich lese es mal vor. Die Orks haben euch hoffentlich nicht gesehen. Wenn ihr uns mit eurem Kommen in Gefahr gebracht habt, werdet ihr es bereuen. Schragen? Nein, da gehen wir nicht hin. Da war der Tod. Da wartet der Tod. Hier bemerken uns die Orks wenigstens nicht. Schragen ist ihr Hauptziel. Es wäre töricht, sich dort zu verstecken. Ist natürlich ein bisschen Quatsch, weil die sitzen hier in der Ruine mit Lagerfeuer und allem. Das sieht man natürlich ewig weit, ne? Besonders hier sind ganz viele Lagerfeuer und ganz viele Fackeln und sowas. Und die sind überhaupt nicht bewaffnet. Tja. Die Orks suchen nach Überlebenden ihres ersten Angriffs, Alena. Wenn wir uns eine Weile verstecken, sollten wir sicher sein. Ich hoffe, sie sind euch nicht hierher gefolgt. Wahrscheinlich sind sie das. Und die letzte Person, die Gitarre. Das ist völlig inakzeptabel. Ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist, nach Schragen zu gehen. Und Volker meinte das auch. Hier ist es sicherer. Und Volker? Ich finde, der Name bricht gerade völlig aus dem Spiel aus. Irgendwie schon, ne? Der Volker, ja. Danke, dass ihr euch Sorgen macht. Aber ich glaube, wir bleiben, wo wir sind. So, jetzt müsste eigentlich irgendwas passieren. Wer ist da? Ja, bei mir kommen jetzt gerade die Steintrolle. Oh, bei mir kommen die Räuber. Grad zurückgekehrt. Oh, ach, von da. Ah, nee. Das sind keine Räuber, das sind welche aus Schragen. Was ist denn? Hat er mich aber erschreckt. Ich habe nicht von hinten mit ihm gerechnet. Aber eigentlich hätte ich es machen müssen, weil da ist ja der Eingang. Ah, mir war gerade voll das komische Geräusch. Als wenn ein Nutskull oder sowas da wäre. Ein Nutskull? Nutskull. Der Nutzt. Es ist zu spät, Alena. Eine Bande Orks befindet sich auf dem Weg hierher. Helft uns, wo ihr könnt. Sie werden jeden Moment hier sein.
Sollten Eduard und ich fallen, seid ihr und Laura der einzige Schutz der Leute hier. Sie dürfen nicht in Orks in die Hände fallen. Entschuldigung. Was? Oh? Ja, der hat mich gerade durch die Luft geschleudert. Achso. Einfach mal so weggetreten. So. Wir haben es geschafft, Udaka. Eure Fertigkeiten als Hüter haben den Ausschlag gegeben. Oh, die sind Elite. Tausend Dank, Dudaka. Wäret ihr nicht da gewesen? Nun, es ist besser, darüber lieber nicht nachzudenken. Ihr habt die Elben meiner Schar gerettet. Hüter, und dafür danke ich... Ihr habt die Elben meiner Schar gerettet, Hüter. Und dafür danke ich euch. Ich bin bereit, diesen Ort zu verlassen, Dudaka. Wir waren heute dank eurer Verteidigungskünste siegreich. Wenn auch nur knapp. Dafür gebührt euch mein Dank und der meiner Freunde. Mal schauen, ich weiß nicht, ob da noch was hinten dran kommt. Ja, Elben halt. Die Gerüchte entsprachen der Wahrheit, Udaka. Ihr seid wahrhaftig ein äußerst fähiger Hüter und habt euch euren Ruf mehr als verdient. Danke. Also, ich werde euch das Leben meiner Freunde anvertrauen, ohne auch nur einen Moment zu zögern. Habt nochmals Dank, Udaka. Ich habe hier ganz viele neue Fähigkeiten, weil ich ja Level 30 geworden bin. Das bin ich übrigens hier in diesem Winterfest, wie das heißt, gekommen. Ach, du bist Level 30? Nee, warst du nicht vorher schon 30? Nee, ich bin das durch ganz dieses knapp? Event gekommen, glaube ich. Geworden. Geworden werden sein. Was? Ich kann jemanden daran unterweisen, Klarinette zu spielen. Okay. Ja, bist ja Bade. Dauert doch 5 Tage. So, cool. Also ich... Was, du bist nur noch 5 Tage Bade? Nee, aber 5 Tage ist das, hat das Abklingzeit. Achso. Du kannst nur alle 5 Tage Unterricht geben. Ich kann nämlich Instrumente verfassen, was ist das denn? Ja, bist du schon fertig jetzt? Also ich bin fertig. Ich dachte, da kommen noch mehr Wellen, aber ich muss jetzt kurz warten. Okay. Das war knapp, Aljena. Wir haben geholfen, wo wir konnten. Es ist höchste Zeit, nach Schragen zurückzukehren. Vielleicht werden diese Leute jetzt endlich Vernunft annehmen. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Wir machen sofort auf den Weg. Das ist aber eine sehr kurze Quest dann nur, ne? Ja, die sind alle nur immer recht kurz. Ich weiß noch von WoW gewohnt, wo die immer relativ schwierig und lang waren und sowas. Ich hab einen neuen Titel gekriegt. Dudaka, Schutzbefohlener der Gerechtigkeit. Ich bekomme gleich Balladenmeisterin. Ich muss zugeben, Aljena, dass ich dachte, es wäre aus, als die Orks angegriffen haben. Aber irgendwie haben wir den Kampf überlebt. Und ich weiß, dass wir euren aufmunternden Worten viel zu verdanken haben. Auch wenn alle Hoffnung zunichte scheint. Ich danke euch, Aljena. Ich bin froh, dass ihr da wart. Ist das gleich nochmal, oder? Na egal. Nicht auszudenken, was ohne euch aus den Buchlass und Lind Neugut geworden wäre. Jetzt sind sie in Schragen. Solange der Ort aushält, werden sie dort sicherer sein als in der Höhle. Solange der Ort aushält. Es wiederholt sich ein bisschen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich darf nur eine Waffe wählen. Oh. Ich weiß auch gerade noch nicht, was ich hinnehmen soll. Aber ich glaube, ich nehme das. Ich hoffe, ich wähle jetzt das Richtige. Wenn nicht, schreien Letos und Zelle wahrscheinlich in den Kommentaren auf. Aber ich denke, dass von den beiden, weil der macht ja nur 6 mehr Schaden und ein bisschen mehr DPS. Hat zwar Beweglichkeit noch mit drauf und alles Mögliche. Aber der Speerstich ist der gleiche, außer dass er halt uralte Zwergenart Schaden macht und nicht allgemein. Und bei dem anderen ist aber der Unterschied deutlich größer. Ich habe eigentlich voll den coolen Hut gerade bekommen. Voll der geile Hut. Ich weiß nicht, ob er zum Outfit passt und wenn ich ihn jetzt... Du bist deine Rolle als Elbin sehr gerecht. Ach, ich weiß nicht, ob der zum Rest des Outfits passt. Ach, sei ruhig. Also, weil es ist ein Rollenspiel, da muss man ein bisschen aussehen nach. Ups, nee, ist was falsch. Herr Stöckel, oder guckst du das gar nicht? Wahrscheinlich guckst du das gar nicht. Herr Stöckel? Ja. Julian FM Stöckel. Nee, kenne ich jetzt gerade nicht. Dschungelcamp. Achso. Ja. Ne, Dschungelcamp finde ich eigentlich ganz lustig, aber... Zurzeit ist das neueste Schimpfwort, wenn du einen beleidigen willst, sagst du halt, du Larissa. Weil die sich ja so dämlich aktuell anstellt. Wobei sie es gestern recht gut gemacht hat. Naja.